Man kann nicht jetzt erfolgreich sein oder einer von den Besten im Klettern sein, wenn es einem nur darum geht, ein gutes Video zu machen oder ein super Foto aufnehmen. Wir haben nicht gehen dürfen, weil wir waren die Spinner, die da raufgehen, Leute zum Runterfallen. Es hat ja keinen Bohrhackl gegeben. Wir haben uns die alle erst selber schlagen müssen. Viele, glaube ich, sind früher ins Fitnessstudio noch 2 Stunden am Abend gegangen und jetzt geht man halt stattdessen 2 Stunden klettern, weil es vielleicht nochmal mehr Spaß macht. Wir haben uns aus Vorhangstoffe eigene Hosen genäht und die haben anders ausschauen müssen, so Blumenhosen und so. Gell? Also solange wir nicht unsere 3 Medaillenentscheidungen haben, darf sich kein Kletterer damit zufrieden geben. Und das verstehen die Leute nicht mehr, die Jungen. Und da habe ich schon echt große Sorge, wenn man da nicht ein bisschen Erziehungsarbeit macht, dann sehe ich da schwarz. Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Ja, endlich wieder eine Episode aus unserem ursprünglichen angestammten Basecamp. Diesmal nicht nur zum Hören, sondern am YouTube oder auf dem YouTube-Kanal des Alpenvereins wieder zum Sehen. Viele sagen jetzt wegen ihm. Reini Schere sagt, trotz ihm gibt es jetzt was zum Sehen. Na, schön, dass ihr Zeit habt. Reini Schere, Kletter, ja, man muss mit Superlativbeschreibungen immer aufpassen, aber ich würde schon sagen, ob des Feedbacks auch da draußen Ikone. Es gibt jetzt in Tirol sehr, sehr viele Routen von dir. Du hast das Nationalteam zu neuen Höhen gebracht. Du warst selbst in den ersten Anfängen des Kletterns, wie das quasi die ersten Wettkampfspuren hinterlassen hat, mit dabei, hast das Nationalteam geformt, hast Größen wie die Angie Eiter, wie Anna Stör mit betreut und geformt. Und was mich auch sehr freut, Jakob Jockel-Schubert ist da. Wir haben uns im Vorgespräch mit dem Reini kurz unterhalten, aber uns ist, wenn wir jetzt in die engste Auswahl der besten Kletterer der Welt, die momentan fähig sind, das Größte, das Schwerste zu klettern, sind uns sehr wenige eingefallen. Und wenn es dann noch darum geht, was die gewonnen haben, nämlich du 6-mal Weltmeister, Olympia-Bronze, 22 Weltcup-Siege, mehrfach den Gesamtweltcup, gibt es, glaube ich, momentan keinen aus dem fitten, aktiven Kader, der mehr gewonnen hat. Also bist eigentlich der erfolgreichste Kletterer aller Zeiten? Würdest du das von dir selbst behaupten? Ist jetzt schwer natürlich, aber... Ja, ist immer schwierig. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, wie man es eben beurteilt. Oder die einen setzen mehr Wert auf Felserfolge, die anderen mehr auf den Wettkampf. Ich glaube, ich habe jetzt gerade mal einen anderen Podcast gehabt, wo wir auch über das geredet haben, dass ich seiner Meinung nach damals eher erst seit ein paar wenigen Jahren so auf der Fels Bildfläche erschienen bin, habe ich jetzt nicht ganz so gesehen, aber ich habe mich halt sehr lange noch mehr auf den Wettkampf konzentriert. Aber natürlich jetzt so das Kombinierte, was ich im Vorstieg, im Bouldern, sowohl am Fels als auch im Wettkampf erreicht habe, auf das bin ich schon sehr stolz. Und ich glaube, ich zähle im Moment sicher zu den allerbesten Kletterern und hoffentlich, ja, glaube ich, bin auch in der Geschichte auf jeden Fall einer von den Besten, weil es der Allerbeste ist. Also natürlich der Adam Andre, ich glaube, den sehe ich schon immer noch sehr viele als den besten Kletterer. Der hat schon doch einfach extrem viel geleistet. Ist auch ein Freund von mir, den was ich sehr respektiere. Von dem her bin ich auch sehr motiviert, dass ich da noch einiges nachlege, dass ich da noch mehr in die Konversation komme. Was er vielleicht mehr getan hat, ist Erstbegehungen. Auf jeden Fall. Das ist vielleicht also der Unterschied. Also er hat sicher überhaupt, jetzt am Fels hat er einfach schon noch mehr geleistet, hat einfach noch mehr schwere Routen geklettert, hat sich auch viele Jahre an um einiges mehr auf dem Fels konzentriert. Deswegen habe ich zum Beispiel auch mehr Wettkampferfolge wie er. Ich sage mal, hätte er sich genauso wie ich mehr auf den Wettkampf konzentriert, hätte ich vielleicht einen anderen Weltcup-Sieg weniger, das auf jeden Fall. Und andersrum hätte ich, glaube ich, auch mehr Felserfolge, wenn ich mich mehr auf das konzentriert habe. Also es hat jeder so seine Spezialgebiete gehabt, aber der Adam ist auf jeden Fall ein unglaublicher Kletterer, von dem ich auch schon extrem viel gelernt habe. Jetzt haben wir heute eine große Reise vor. Wir wollen nämlich die Entwicklung des Klettersports an sich einmal skizzieren, beschreiben, was so als, ich nenne es jetzt auch ein bisschen plakativ, ein rebellischer Randsport, wo sonnengebräunte, stirnbandtragende, oberkörperfreie, wenige Idole, Ikonen sich Wettbewerbe überlegt haben, wo sie ihr Können zeigen haben können, bis zu einem hochprofessionellen, Fragezeichen, Olympiasport. Das ist es auf jeden Fall. Eine Entwicklung in wenigen Jahrzehnten, die schon auch sehr, sehr besonders ist. Reini,
Wie würdest du die Szene von damals beschreiben? Was waren das für Leute? Was waren, und da sind wir gar nicht so weit hinten, da sind wir vielleicht in den 80ern, in den 90ern, wie es begonnen hat. Wie hast du das damals wahrgenommen, wie Klettern gesagt hat, wir sind jetzt ein Sport, wo man sich vergleichen kann, wo vielleicht die Presse dann ein bisschen was drüber schreibt. Wie hast du das damals erlebt? Ja, meine, die Geschichte hat so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre angefangen, indem das Sportklettern ehemals von Elbsandstein nach Amerika und von Amerika dann wieder zurückgekommen ist. Und dort hat man eigentlich so das Bild von den braun gebrannten Sonnenwandkletterer oben ohne, so wie du sagst, Stirnbanteln, weiße Latzhosen und so. Das war das Image, das waren für uns die Helden damals. Und da hat es schon Anfang der 80er Jahre schon die ersten Bewerbe so in Amerika gegeben. Und bei uns, die das zu uns gebracht haben, ich meine, ich kann mich jetzt in erster Linie da auf Tirol erinnern, dass Heinz Mariacher, der Heinz Zack und der Darsch und der Lucke, die haben, der Schierschl Reini, die haben das von Amerika mit da umgebracht und waren dann die Heroes. Und die ersten Bewerbe waren eigentlich fast immer so Einladungsturniere. Da hat eben auch der damalige Generalsekretär vom Alpenverein, Renzler Robert, hat das erste Einladungsturniere gemacht. Höttinger Stornbruch, kann ich mich erinnern. Ist eingeladen worden, Presse da, der Glowatsch war auch da, der Mariacher. Und dann hat man halt gepostet und hat drüber geschrieben. Und das waren halt die Gurus dann. So hat das angefangen. War das, ist das in der DNA des Klettersports, der sich ja durch Individualisten auszeichnet, ist es überhaupt verankert, dass man sagt, man will sich mit anderen auch vergleichen? Ich gehe da überhaupt in einen Bewerbsmodus hinein, wo andere plötzlich Teil des Ganzen sind und ich bin immer der die Geschichte als einziger in der Wand auf dem Fels schreiben kann. Ist das nicht was, schon ein bisschen was? Habt ihr deswegen auch so lange gebraucht, dass man das überhaupt in ein Wettkampfformat gebracht hat? Also so wie ich angefangen habe, Anfang der 80er Jahre, war das Klettern eigentlich so, bei mir war es immer verboten. Wir haben nicht gehen dürfen, weil wir waren die Spinner, die da aufgehen, Leute zum Runterfallen, es hat ja keinen Bohrhackel gegeben. Wir haben uns die alle erst selber schlagen müssen. Und ich glaube, diese ganzen Individualisten, die da entstanden sind, eben mit der Bewegung aus Amerika um, da hat ja jeder sein eigenes Stirnband gehabt. Jeder hat seine eigene Hosen gehabt. Ich kann mich erinnern, wir haben uns aus Vorhangstoffe eigene Hosen genäht. Und die haben anders ausschauen müssen, so Blumenhosen und so. Gell? Jetzt wissen wir, woher der Stoff kommt. Da hat ja jeder individuell sein müssen. Aber ich glaube, es hat dann eben so Persönlichkeiten in den alpinen Vereinigungen gegeben, die dann gesagt haben, was holen wir sie einmal zusammen? Das ist eine neue Bewegung. Die ist was. Und da war natürlich jeder geehrt, dort eingeladen zu sein. Und die meisten haben sich dem auch gestellt. Die meisten, nicht alle. Also ein paar haben dann schon Schiss gekriegt, vielleicht auch, weil sie immer mehr erzählt haben, wie wir wirklich geleistet haben, ich weiß es nicht. Aber wir sind zu den Veranstaltungen sehr gerne hingegangen. Wir waren geehrt, da dabei sein zu dürfen. Was dann die Einflussfaktoren sind, wollen wir heute rausarbeiten, warum das so schnell groß geworden ist. Also schnell kann man schon sagen, ein Sport, der in 20, 30 Jahren sich von nichts an Wettkampf zur Olympiadisziplin entwickelt. Jockel, würdest du sagen, wenn du den Ist-Zustand beschreiben würdest, das hat jetzt ein Gewicht, das ist nicht mehr unentscheidend, was du für eine Leistung bringst, wen du in deinem Team hast, welche Sponsoren du hast, was heute die Presse über dich schreibt. Wo würdest du dieses Ist heute auch in der Größendimension, in der Außenwirkung verorten? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon allein, eben wenn ich es vergleiche, bin jetzt doch auch schon sehr lang bei Wettkämpfen dabei, jetzt eigentlich ja knapp über 20 Jahre, weil ich habe eigentlich gleich, wo ich angefangen habe, Klettern auch angefangen, Wettkämpfe machen. Und was sich auch in den 20 Jahren, und dann der Reini kann nochmal 20 dazu nehmen, dann hat es schon ein Wahnsinn, finde ich. Also wenn ich an meine ersten Weltcups denke und wenn ich auch jetzt denke, was wir jetzt für Weltcups haben, was die Aufmerksamkeit natürlich angeht, was die Professionalität angeht. Natürlich, Olympia hat dann auch nochmal irgendwie einen Fortschritt oder einiges an Aufmerksamkeit gebracht. Da hat sich schon extrem viel getan und nicht nur im Wettkampfzyklus oder was Aufmerksamkeit, Presse, Fernsehen und so weiter angeht, sondern überhaupt der Sport an sich, oder? Wenn man jetzt
heutzutage auch Kletter alle anschaut, wenn wir das KI hernehmen und wir nehmen das Tivoli her, wo ich angefangen habe klettern, und dann nehmen wir vielleicht nochmal die erste Kletterhalle, die was nochmal 20 Jahre oder 15 Jahre früher entstanden ist. Wenn man die anschaut, dann was sich da getan hat und auch wie viel mehr Menschen jedes Jahr anfangen klettern, ich glaube, das kann man, glaube ich, gar nicht vergleichen, oder? Also wenn ich mir denke, wo ich angefangen habe klettern, wie viele Kletterer es auf der Welt gegeben hat und wie viel es heutzutage gibt, dann ist das einfach eine unglaublich rasante Entwicklung. Und das ist natürlich schon schön, zu sehen, die Sportart, die was man so liebt, die was man so geil findet, wenn man da sieht, wie viel mehr Menschen, immer mehr Menschen Freude an dem Ganzen finden. Und gleichzeitig gibt es natürlich schon auch Herausforderungen, was das Ganze bringt, oder? Gerade wenn man denkt, wenn immer mehr Leute auf den Fels rausgehen, vielleicht noch nicht ganz neu in dem Sport sein, sich noch nicht ganz mit den Regeln auskennen. Aber ich glaube, insgesamt ist es schon eine tolle Entwicklung von unserer Sportart. Und ich glaube, es geht immer noch weiter, weil unser Sport ist einfach unglaublich geil. Was ist das wirklich Geile? Also was ist dieser Faktor, wo du sagst, ja klar, das entwickelt sich immer weiter. Das ist nicht nur ein Boom, sondern das ist, weil Klettern das hat. Ja, also ich finde, Klettern hat viele große Stärken. Also für mich die allergrößte Stärke ist schon, dass es einfach ein extrem abwechslungsreicher Sportart ist. Also es kann einfach nie langweilig werden. Jedes Mal, wenn man klettern geht, hat man das Gefühl, man hat wieder was macht, was man davor noch nie gemacht hat, sei es ein Zug, ein Griff in die Hand genommen, eine Felsstruktur, was man davor noch nie gesehen hat. Immer hat man das Gefühl, heute habe ich schon wieder was Neues dazugelernt, und so hat man auch das Gefühl, man hat nie ausgelernt. Das bringt auch wieder Motivation. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein extrem sozialer Sportart. Ich glaube, das hilft auch voll. Oder gerade wenn man es Bouldern anschaut, zum Beispiel das Hallenbouldern boomt so brutal. Oder wie cool ist es, mit seinen drei besten Kollegen in die Halle gehen und stundenlang sich an irgendeinem Problem zu probieren und versuchen, gemeinsam das Problem zu lösen. Also das sind einfach so viele Sachen, was es Klettern irgendwie fast einzigartig machen und einfach auch extrem spaßige Sportart, glaube ich. Aber das hat ja jetzt auch wahrscheinlich auch den Nachteil. Früher hast du noch alle gekannt, die im Tivoli geklettert sind. Heutzutage kennst du wahrscheinlich einen Bruchteil, aber findet man ja fast nicht mehr Platz, oder? Also die Infrastruktur, rein, was sind aktuelle Zahlen bei dir in der Kletterhalle als Chef des Kletterzentrums Innsbruck? Was kommen da in der Woche Leute? Na, im Jahr sind es rund 300.000. Das heißt, das ist ja Wahnsinn, was sie da tut. Da hat man plötzlich andere Probleme, oder? Aufgrund eines Sports, der so schnell groß wird. Ja, auf jeden Fall. Also eben, ich glaube, vor allem das, was halt sicher noch mal mehr boomt, ist schon das Hallenklettern. Und da braucht man halt immer noch mehr Hallen, oder? Ich glaube, es gibt mittlerweile, wenn man auch viele von den großen Städten anschaut, wie das explodiert, wie viel, mir kommt vor, jedes Monat wird wieder irgendwo eine Halle, also ich meine, jetzt auf der Welt wird sowieso wahrscheinlich praktisch fast jeden Tag eine neue Halle aufgemacht, in Tokio, keine Ahnung, gibt es 100 Kletterhallen, in Paris, wo ich jetzt auch gerade mal war, gibt es halt auch unzählige Hallen, und alle rentieren sich, weil alle sind voll. Von dem her, da muss einfach eine Halle nach der anderen eigentlich fast hin setzen, damit man dem Anspruch gerecht wird. Und wie ich davor gesagt habe, je mehr von den Menschen natürlich auf den Fels gehen, das ist, finde ich, die größte Herausforderung, oder? Dass man da einfach auch die neuen Kletterer unsere Regeln sozusagen auch beibringt, dass man auch schaut, dass man die Natur dann auch so hinterlässt, wie man sie vorfindet. Und ich sage mal, die Felsen sind dann doch nicht für die Millionen gemacht. Also ich glaube, das ist schon die größte Herausforderung. Aber solange allerlei in die Halle gehen, glaube ich, findet man schon eine Lösung. Aber das sind jetzt schon ganz viele Punkte. Beginnen wir vielleicht da. Es gibt plötzlich eine Generation, die wird am Plastik groß und nicht mehr am Fels. Früher war das anders. Da hat man draußen quasi sich die Skills geholt, den Namen, und ist dann in ein Wettkampfformat, was eben auch am Kunstfels plötzlich abgebildet wurde. Was hat das mit dem Klettern gemacht, wenn sich eine Generation quasi nur noch in der Halle orientieren kann und draußen vielleicht gar nicht mehr und hat den Berührungspunkt auch fast nicht mehr? Ich weiß nicht, ich glaube, wenn meine Generation früher auch schon so Hallen gehabt hat, wir waren vielleicht auch in die Hallen gegangen. Das macht einfach tierisch Spaß, das ist unkompliziert. Und meine Generation, wir haben so eine Trainingsgruppe, die heißt 50 plus, da sind wir echt ein Haufen Leute, das ist unser Seniorenclub. Und bei uns ist halt auch schon so, dass wir jetzt sagen, hey, haben wir einen ganzen Tag aus, ich weiß nicht, was gehen wir 3 Stunden in die Halle klettern und danach gemütlich auf ein Bier.
dann ist das schon abgeschlossener Tag. Und sonst, wenn du am Felsen gehst, geht doch der ganze Tag drauf. Und das will man irgendwie, für das nimmt man sich auch immer weniger Zeit, gell? Auf dem Felsen rausgehen heißt Zeit haben und die hat man immer weniger. Es ist eine Zeitfrage, ist es eine Skillfrage auch? Jockel, wie groß ist der Unterschied? Na, das würde ich jetzt eigentlich nicht sagen. Also es gibt ja genauso auch extrem leichte Routen oder auch Boulder am Felsen. Also ich glaube, es ist schon vor allem auch der Zugang. Also eben, ich meine natürlich, das ist der Reini gesagt hat, auf jeden Fall. Oder ich glaube, viele arbeiten Fulltime und dann gehen sie vielleicht trotzdem. Eben jeder macht, Sport ist sowieso mega in, oder? Jeder will auf sich schauen, jeder will einen gesunden Körper haben und viele, glaube ich, sind früher ins Fitnessstudio noch 2 Stunden am Abend gegangen und jetzt geht man halt stattdessen 2 Stunden klettern, weil es vielleicht nochmal mehr Spaß macht. Und für einen Fels braucht man gleich ein bisschen mehr Zeit und man braucht eben den Zugang. Man braucht vielleicht die Person, die was sagt, boah, hey, ich war schon mal am Felsen, ich nehme die mit, ich zeig dir, wie das geht. Brauchst du eigentlich auch nicht mehr Angst haben wie in der Halle, gerade wenn es eine Route vom Rhein ist, die was eingebaut hat und gut abgesichert ist. Also ich glaube eben vom Skill her kann man am Fels genauso viel Spaß haben. Ich glaube, man braucht einen Mentor, der was einen einmal mitnimmt und einem das Ganze auch ein bisschen zeigt. Weil ja, das ist auch, gerade bei den Profis ist es selber, oder? Es gibt mittlerweile auch Profis, die was praktisch reine Hallenkletterer sind. Und das sind halt die was in der Halle groß geworden sind. Vielleicht sind sie auch noch in einem Land oder in einem Gebiet, wo es jetzt auch nicht so die Möglichkeiten gibt zum Felsklettern. Und dann gibt es auch die anderen, so wie ich, der was einfach auch schon mit dem Fels groß geworden ist, der was Trainer gehabt hat, wie ein Reini und ein Ruppi damals, die was es auch gefördert haben, dass wir gleich auf dem Fels rausgehen. Und wenn man so groß wird, dann hört man das natürlich auch nie auf, weil am Felsen klettern ist schon auch einfach ja, was ganz Besonderes und was für sich, was einfach man nie aufhören will. Und weil du die Regeln einmal wieder ansprichst, die Einstellung, mit der dann quasi zum Fels rauskommt, wo, und das ist auch aus Alpenvereinssicht interessant, der ganze Naturraum eine Rolle spielt. Wie betritt denn der Mensch, wie hinterlässt man den wieder? Was gehört da für die dazu, dass man quasi sagt, auch wenn es jetzt immer mehr werden, wenn der Ansturm größer wird, dass man diesen Raum sich gut untereinander teilen kann und nicht zum Schaden auch des Lebensraums wird? Ja, ich meine, ich glaube, da gehören sehr viele Sachen dazu. Also das sind so ganz grundlegende Sachen, finde ich, die was eigentlich eh klar sein, dass man den ganzen Müll, den was man mitnimmt, natürlich auch wieder mitnimmt, dass man sich an die Wege und so weiter haltet und nicht irgendwie auf eigene Faust irgendwo auffindet. Das hört dann auch schon beim Balken an, fängt es auch teilweise schon an. Oder ich weiß jetzt zum Beispiel in der Schweiz, in Bouldergebieten, in Val Bavona, hat man fast schon wieder Angst, dass man die Gebiete fast schließen muss, weil der Andrang einfach so groß ist und dort natürlich nicht genügend Parkplätze gibt und es dann auch die Leute einfach nicht respektieren und sich einfach irgendwo hinstellen und natürlich die Bauern und die Menschen, die was das Gebiet vielleicht auch bewohnen, mit dem Ganzen nicht klarkommen. Also da sind unzählige Herausforderungen, mit denen man sich befassen muss, aber ich sage mal natürlich, das Wichtigste ist einmal der Hausverstand. Würdest du denn bei den meisten sehen, Reini? Du hast dich sehr viel und bewegst dich nach wie vor da draußen und kennst diese ganzen Routen, weil sie ja oft von dir mitgebaut sind. Es ist da ein bisschen ein Wandel in der Gesellschaft vorhanden, habe ich so das Gefühl. Und es ist diese America-First-Mentalität. So, zuerst komme ich und ich muss aussehen und wohin ich will und wann ich will, weil mir steht das zu, ich nehme, was ich brauche. Das bringt die Gefahr mit sich, dass die Natur draußen zum Rummelplatz wird. Und von dem habe ich schon selber auch ein bisschen Sorgen. Und ich muss sagen, ich bin ein paar Mal in den Klettergarten gewesen, wo ich wirklich mit einem Zorn wieder weggegangen bin, weil es nicht sein kann, dass die Leute um 8 auf Nacht ihre Scheinwerfer einschalten, die Megaboxen draußen haben noch, die ganzen Kletterwände sind voll mit Fixschlingen, schaut aus wie ein Christbaum. Dann werden die Bouldermatten überall liegen gelassen, weil die kommen eben morgen wieder und was soll das? Und sind dann beleidigt und machen über die Medien in die Zeitungen einen Aufruhr. Und der Wahnsinn, ob mir hat man alles gestohlen und meine Matten sind weg und meine Säule sind weg. Ja, Jungs, hey, irgendjemand raumt den keinen Saustall auf, Gott sei Dank. Und das sind vielleicht die Bauern oder die Einheimischen, die einfach sagen, Schluss mit lustig, wir räumen den Müll weg. Und das verstehen die Leute nicht mehr, die Jungen. Und da habe ich schon echt große Sorge, wenn man da nicht ein bisschen Erziehungsarbeit macht, nämlich auch die guten Stars, dass die gleich tun, dann sehe ich da schwarz.
Weil das, also in letzter Zeit, auf Nacht mit Skitouren gehen, überall und immer muss man fahren. Das gibt's doch nicht. Also mir da, ich finde das eine ganz schlimme Entwicklung. Ja. Das war wirklich ein negativer Aspekt des Großwerdens, des in die Breite Gehens, des immer mehr Werdens. Ja. Aber, das ist ja was Grundlegendes. So, du sagst, das ist America first. Das ist ja auch in unserer Gesellschaft, die wir getrimmt sind auf schneller, höher, weiter. Geht es darum, dass ich mir einen Vorteil verschaffe? Geht es darum, dass ich mir hole, was ich will? Also das wäre ja ein großer Sozialisierungsauftrag an uns alle. Da müssten wir uns ja grundlegend ändern im Denken. Da sehe ich jetzt die nächsten Jahre nicht die große Gegeninitiative, oder? Oder wie lässt sich das lösen? Ja, keine. Ich glaube, dass das solche Sachen nur mit Verboten und Strafen zum Lösen sein. Es tut mir echt leid, wenn ich das ganz knallhart sage. Die Leute verstehen es anders nicht. Okay. Also, habe ich schon das Gefühl. Ich erlebe in der Kletterhalle auch meine Sachen, gell? Wo ich mit Unverständnis da bin, wo ich mir nicht, hey, geht's noch? Also, Verstand, Hausverstand. Weil wenn jeder einen Hausverstand einsetzt, dann ist das eh logisch, gell? Aber der Hausverstand schwirrt ein bisschen weg, gell? Der kommt in andere Bücher, kommt man für. Jakob, du hast davor die diplomatischer geäußert. Siehst du das auch schon so extrem? Gerade in der Halle ist noch mal ist was anderes. Es kann der Reini, glaube ich, einiges besser beurteilen wie ich. Also das ist eh klar, dass da, wie wir davor geredet haben, es ist jetzt nicht mehr so, das Publikum, das sind ein paar Kletterer und die kennst du alle, ich gehe ins Tivoli und jeden grüße ich beim Namen. So ist es nicht mehr. Es fängt auch jeden Tag, glaube ich, wieder ein neuer Klettern an im KI. Und da sind natürlich auch Leute dabei, die was sich vielleicht nicht so benehmen, wie man das eigentlich sich gern wünscht. Am Fels, wie gesagt, ich glaube, es ist schon, wir sind da noch nicht ganz da, wo wir im Hallensport sind. Also es klettern doch lang weniger, fangen so viel am Fels an klettern wie in der Halle, glaube ich. Und trotzdem gibt es da auf jeden Fall die großen Herausforderungen. Ich muss sagen, ich bin jetzt relativ wenig in die Klettergebiete, wo viele leichte Routen sind, also gerade in so Klettergärten, die was sehr anfängerfreundlich sind, oder? Da ist es natürlich, glaube ich, sicher ein größeres Problem jetzt wie teilweise in den Gebieten, wo ich mich auch aufhalte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man da auch schon oft einfach Probleme sieht. Eben, man kann da sehr viele nennen und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, wie der Reini ja gesagt hat, dass man gerade als Profi oder jemand, wo auch ein bisschen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat, sei es auf Social Media oder sonst wo, da ein gutes Beispiel ist und versucht sich auch ein bisschen zu zeigen, wie man sich zu verhalten hat. Also zum Beispiel ein anderes Beispiel ist ja auch, wie teilweise halt die Felsen ausschauen, oder? Mittlerweile, weil jeder muss seine Tickmark machen und der macht da immer noch größer, dass er ganz klar sieht, wo er hingreifen muss und kommt dann nicht auf die Idee, das danach für den nächsten vielleicht auch wieder wegzuputzen und dann hast du teilweise Boulderblöcke, wo kein Grau mehr siehst, weil leider mehr alles weiß ist von Unchalked und Tickmarks und so weiter. Da gibt es eigentlich eh schon oft die Initiativen von den ganzen Profis, die was dann teilweise reinschreiben, brush off your tick marks, oder? Also das, so wie ich hinkomme und den Felsen sehe, so will ich ihn eigentlich auch wieder hinterlassen. Das heißt, ich nehme mein ganzes Zeug mit, ich putze meinen Chalk und meine tick marks weg. Und das sind einfach viele solche Sachen, wo man, glaube ich, ja, versuchen muss, ein gutes Beispiel zu sein und hoffen, dass sich alle halbwegs an das halten. Aber ja, die Felsen sind einfach schon nicht ganz für die mega breite Masse gemacht und Gott sei Dank jetzt gerade in Tirol haben wir den Luxus, dass wir unglaublich viele Klettergärten haben und wenn dann auch einmal vielleicht der Parkplatz voll ist, dann sieht man, so wie im KI, wenn die Zahl voll ist, dass heute ist leider so ausgelastet, okay, das Radl geht nicht mehr durch, ich komme nicht mehr rein, heute ist einfach voll und so ist es, muss man glaube ich bei den Klettergärten das auch dann respektieren und woanders hinfahren. Mhm. Wenn wir zum anderen Aspekt kommen, nämlich wie sich das auch wirtschaftlich entwickelt hat, dieser Sport. Kann man, Reini, hat man früher vom Klettern leben können? Wie viel haben vom Klettern leben können? Ich glaube, im Klettersport, so in den 80er-Jahren, Anfang 90er-Jahre, haben die Leute halt so leben können, dass sie sich das Essen dazahlt haben und vielleicht die Reisen dazahlt haben, aber mehr, glaube ich, ist da nicht drinnen gewesen. Und das hat dann erst angefangen, so mit Mitte der 90er-Jahre,
Wettkämpfe dann auch aufgetaucht sind, dass jetzt auf Österreich bezogen solche Leute wie der Fürst, dass sich das schon was da zahlt haben und was auf die Seite gebracht haben. Aber das war vielleicht in Österreich der einzige, gell? Also international weiß ich schon, dass ein Patrick Longchamp in Frankreich, der war Mitte der 90er Jahre, war das schon Sportler des Jahres in Frankreich. Und die haben einfach viel mehr Tradition gehabt. Ich meine, bei uns war auch, glaube ich, der Hermann Pull war 1956 Sportler des Jahres als Kletterer. Oder 53 war Sportler des Jahres. Okay. Ja. Also als Alpinist halt. Gell. Aber es hat in anderen Ländern hat schon immer so außergewöhnliche Persönlichkeiten gegeben, die halt mehr durch Charisma sowas aufgetaucht sind, wie ein Herr Bubendorfer, der mit seinen Geschichten gelebt hat. Aber das war kein Wettkampfsport, das war so eine Mischung zwischen Sportklettern und Alpinismus. Gell. Und in Österreich hat es ja dann auch Herbert Fechter gegeben, den ehemaligen Manager von Reinhard Fendrich, der die ersten Bewerbe, glaube ich, ausgerufen hat, auf wirklich höherem außenwirksamen Niveau, wo es ein Auto zum Gewinnen gegeben hat. Also da hat es dann schon auch amtliche Preise gegeben. Ja, genau. Das war 1989, hat er gemeinsam mit dem Renzler Robert, war damals Generalsekretär vom Alpenverein und auch Präsident des Internationalen Kletterverbandes. Das war ja vorher bei der UIAA verankert. Und dann hat es in der UIAA, hat sich der International Council of Competition Climbing, ICC, abgekoppelt. Und von dem war der Renzler Robert damals der Präsident. Und die haben dann schon Bewerbe auf den Hut gezaubert, so bis 93, 94, wo es mehr Preisgeld gegeben hat wie heute. Wo wir als Routenbauer auch mehr verdient haben wie heute. Was? Ja. Ja, das war erstaunlich. Das, also und deswegen hat sie es nicht mehr gegeben, oder? Wir haben den Bottel auch gemacht, deswegen war da nichts mehr da. Nein, aber das war, ich weiß nicht, das war ein Riesenhype. Das war auch damals im Fernsehen live, ist das gesendet worden. Nur ist man dann, und das Fernsehen hat einen riesen Einfluss draufgekommen, dass es zu fad ist. Weil bei uns war die Zeit noch nicht limitiert bei den Wettbewerben. Jetzt ist da einer zum Teil, keine Ahnung, 4-5 Minuten an einem Griff und hat nur geschüttelt und du hast im Fernsehen nichts gesehen. Das ist ja, war ja das Gleiche, wenn beim Fußball einer draußen steht und 5 Minuten den Ball nicht reinschmeißt. So hat das gewirkt und deswegen ist das auf einmal mit dem, dass das Fernsehen so Mitte der 90er Jahre weggekommen ist, ist das wieder drastisch bergab gegangen. Ich wollte schon sagen, stell dir vor, das ist olympisch und keiner kommt beim Ball da rauf. Das kennen wir ja. Jörgl, wie würdest du heute beschreiben? Wie viele Leute können heute quasi, wenn ich sage, ich bin professioneller Wettkampfkletterer, ich kann davon leben. Wie viele würdest du da sagen, können das? Also eben, ich glaube, man muss auch differenzieren, weil es gibt auch einige Kletterer, die was davon leben, was nicht Wettkampfkletterer sein, aber halt Felskletterer. Also ich meine, das ist, viele von den Wettkampfkletterer sein dann auch wieder beides, also Wettkampfkletterer und Felskletterer, weil wir haben davor im Vorhinein kurz ein bisschen geredet, oder jetzt rein über Preisgeld lebt keiner vom Klettern, also das ist schon die Haupteinnahmequelle, das sind Sponsoren. Das Preisgeld, das ändert sich immer wieder, aber da sind wir in einer Größenordnung von 2.500 Euro für einen Weltcup-Sieg. Der Beste, du fliegst nach Japan, du gewinnst 2.500 Euro. Der Flug kostet dir fast nicht genau, so viel, also aber die Hälfte. Ein bisschen mehr ist es, glaube ich, aber eben nicht viel mehr. Also eben das Preisgeld ist wirklich, das kann man schon so sagen, dass es fast lächerlich eigentlich ist. Mittlerweile für das, was für Events wir haben und auch wie mittlerweile doch einige von den Profikletterer auch verdienen, weil die haben unglaublich viel Followership auf, sei es YouTube, Instagram, schon irgendwo, sein im Fernsehen, sein in Zeitungen und so weiter. Und deswegen natürlich auch wertvoll mittlerweile, was Sponsoren angeht und können so auch einfach ein gutes Geld verdienen. Und würde schon sagen, dass das mittlerweile eben viel mehr sind, als wir damals. Also ich glaube schon, dass es mittlerweile schon einige Kletterer gibt, die was natürlich die Spitze sehr gut, wie in jeder Sportart sehr gut. Und dann geht es relativ rasant bergab, aber doch gibt es, ich weiß nicht, wenn ihr das schätzen müsst, wird es wahrscheinlich sicher leicht 50 Athleten geben, glaube ich, im Moment, die was Profikletterer sind und voll davon leben. Wahrscheinlich mehr, wahrscheinlich 100. Weil es auch über Olympia gibt es halt ganz andere Fördermittel. Also es, so wie jetzt bei uns zum Beispiel, gibt es das Bundesheer, dann gibt es welche, gibt es Polizei, also wo du irgendwelche Förderungen kriegst und die leben ja dann eigentlich auch vom Klettern, die
vielleicht kriegen sie nicht so viel auf die Seite wie andere, die was große Sponsoren haben, aber trotzdem leben sie vom Klettern und das gibt es in viele andere Länder auch. Von dem her ist die Entwicklung, glaube ich, schon gut, aber eben das Preisgeld im Weltcup ist nicht die Haupteinnahmequelle, aber das ist vom internationalen Verband schon auch, glaube ich, ein Anliegen. Also das weiß ich, dass die auch darüber reden, dass sie das auf jeden Fall anheben wollen, weil das einfach nicht mehr ganz zusammenpasst. Deine Haupteinnahmequelle ist nicht das Preisgeld. Wie stellt sich ein Profi wie du auf? Sind es dann wirklich einzelne Sponsoren? Was sind so die Hauptsäulen, auf denen du quasi deine wirtschaftliche Sicherheit aufbauen kannst? Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der General. Ja, also das sind auf jeden Fall eben Sponsoren. Also da hat man eigentlich meistens, also in meinem Fall jetzt eher ein paar wenige und das sind sehr loyale Partner, mit denen ich jetzt auch schon unzählige Jahre zusammenarbeite. Sei es jetzt Mammo zum Beispiel, mein Ausrüster und wichtigster Sponsor oder Glorify. Habe auch noch eben Schuhsponsor und Raiffeisen und vor allem mit einem Subaru. Also ich habe schon so meine 5 Sponsoren, die was mich einfach schon sehr viele Jahre unterstützen und so bin ich auch gut aufgestellt. Dann habe ich dann auch noch, ja, bin beim Bundesheer als Berufssportler, werde auch noch unterstützt und was natürlich auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ich gerade was Wettkämpfe angeht, halt auch praktisch keine Ausgaben habe, weil unser Verband, also der österreichische Verband, halt auch schon seit sehr vielen Jahren sehr gut aufgestellt ist und mega Arbeit gemacht hat über die letzten 10, 20 Jahre und sich da was aufgebaut hat. Von dem her kriegt man da auch von Verbandsseite gerade bei Wettkämpfen enorme Unterstützung. Also wir haben das Bundesleistungszentrum da in Innsbruck, da kriegen wir Routenbau, Trainer, alles was man braucht eigentlich, um auch vorne mithalten zu können. Und dann werden wir entsendet und kriegen Unterkunft, Flüge und das alles gezahlt, wenn wir auf Wettkämpfe unterwegs sein. Und so, kann man, wenn man dann ein paar Mal Weltmeister geworden ist, wie ich, schon sehr gut davon leben. Hättest du jetzt in Tokio keine Medaille geholt, hätte sich dein wirtschaftliches Dasein irgendwie geändert? Ja, also natürlich hat es einen Einfluss gehabt, sage ich einmal. Es hat einfach in meiner Marke natürlich nochmal vorangetrieben, oder? Es haben wahrscheinlich noch mehr Menschen, gerade vor allem in Österreich, von mir da fragt oder einmal meinen Namen gehört und das hilft natürlich in der Wahrnehmung, in der Markenwahrnehmung und macht natürlich auch die nächste Vertragsverhandlung bei irgendeinem Sponsor leichter, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine unglaublich große Veränderung gebracht hat, einfach auch, weil ich davor doch auch schon gut dagestanden bin, schon sehr erfolgreich war und einfach in der Kletterwelt mir mittlerweile einen großen Namen aufgebaut habe und natürlich profitiert man dann auch als Profi davon, dass unser Sport so wächst, oder? Also, dass immer mehr Leute klettern und dass immer mehr Leute mein Content auch gern sehen, hilft natürlich, oder? Und keine Ahnung, mittlerweile ist es als Kletterer nicht keine große Überraschung, wenn man über 100, 200.000 Follower auf Instagram oder auf Social Media hat und solche Zahlen helfen einem natürlich, auch gewisse Sponsoren zu generieren, weil man die einfach gut nach außen tragen kann. Das ist wirklich beachtlich, nämlich wenn man jetzt sagt, Klettern kommt aus einem Randsport und man schaut sich da andere an, sind die Zahlen bei den einzelnen Athletinnen und Athleten wirklich beachtlich. Eine Janja Garnbret, ich meine jetzt das Maß aller Dinge bei den Frauen, die hat fast 600.000 auf Insta, du hast 208.000 momentan, wenn du beispielsweise die 9C in Norwegen gehst, hast du 260.000 Aufrufe. Ist es, weil das wäre jetzt referenziert auch zu den Erfahrungswerten vom Reini früher, ist es mittlerweile fast wichtiger, von einer lässigen Begehung das Video zu haben, als die Begehung für sich als Athlet selbst irgendwie zu spüren und geschafft zu haben? Ja, man, natürlich. Also mittlerweile, wenn man also als Profisportler und gerade jetzt vielleicht so in einer Sportart wie jetzt nicht, was nicht Golf oder Tennis oder so ist, wo man seine Multimillionen verdient, gehört's auf jeden Fall gehört mehr dazu, als wir nur seinen Sport ausüben mittlerweile, oder? Es ist klar, da gehört Social Media dazu, da gehört Content kreieren, schauen, dass man Bilder macht, dass man vielleicht Videos macht. Eben gerade, wenn man vielleicht danach auch ein bisschen weniger Wettkämpfe macht und eher am Fels unterwegs ist, man muss, so wie der Rainer ja vom Bubendorf erzählt hat, man muss seine Geschichten erzählen, oder? Das ist schon wichtig und das gehört auf jeden Fall dazu, dass es dann wichtiger für einen ist, dass
würde ich jetzt auch nicht sagen, oder zumindest bin ich auf jeden Fall nicht bei dem Punkt in meiner Karriere. Ich glaube, man kann nicht jetzt erfolgreich sein oder einer von den Besten im Klettern sein, wenn es einem nur darum geht, ein gutes Video zu machen oder ein super Foto aufnehmen, sondern man muss das schon extrem intrinsisch auch von sich selber aus wollen. Da steckt einfach so viel Arbeit dahinter und ich glaube, wenn man nicht den Ehrgeiz und die Motivation in sich selber hat, dann kann man es auch nicht da ganz auf schaffen. Aber ja, ich glaube, fast alle Profis versuchen es mittlerweile zu verbinden, weil es ist ja auch dann cool, wenn man so ein schweres klettert und die ganze Welt teilhaben lassen kann und nicht nur ich selber so Freude dabei habe, sondern voll viele andere. Aber würde das nicht mehr, vielleicht dir selber mehr geben, weil du hast es wirklich live gemacht. Du bist auf YouTube live gegangen und man hat nicht gewusst, kommst du rauf oder nicht. Ist aber dann eben auch unmittelbar dabei, wenn's man sieht dir ja auch beim Denken zu jetzt. Nicht, dass es so schwer wäre, aber man ist wirklich in dem Moment dabei. Du kannst ja nicht sagen, habe ich geschafft und da ist das Video, sondern du lässt ja wirklich einen auch am Scheitern teilhaben. Wäre das nicht entspannter, den Tross daheim zu lassen, zu sagen, ist jetzt für mich? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die Live-Übertragung da von der 9C-Begehung von BIG in Flattanger, das war auf jeden Fall einmal ein Versuch. Wir haben davor auch nicht genug gewusst, wie gut wird das funktionieren, wie viele Leute werden einschalten. Und das ist auf jeden Fall auch nicht etwas, was ich jetzt jedes Mal, wenn ich Felsklettern gehe, dabei haben will. Also ich mag auch einmal meinen gemütlichen Tag mit der Freundin außen haben und vielleicht einmal heute keine schwere Tour einsteigen. Aber da bei dem Trip, muss ich sagen, hat es mir auch richtig getaugt, den Livestream zu machen und es ist auch etwas, was ich sicher mir vorstellen kann, irgendwann wieder zu machen, weil es war eine richtig coole Erfahrung, da zu sehen, wie viele Kletterer da einschalten und wie viele das auch taugt, einfach eben an dem Prozess dabei zu sein. Also ich habe dann teilweise bald einmal gar nicht gespürt, man kann Druck machen und ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, weil die Leute ist eigentlich praktisch egal, ob ich das jetzt aufkomme oder nicht. Ihnen taugt es einfach, bei dem ganzen Prozess dabei zu sein. Und für mich ist es eigentlich nicht brutal viel Aufwand, jetzt Ihnen das zu zeigen. Also ja, natürlich, ich brauche das Team, meine drei Kameraleute und die haben einen Aufwand. Aber ich mache eigentlich eh mein Ding. Ich kletter einfach und ja, da fliegt halt immer wieder eine Drohne für eine Viertelstunde. Aber da kann man eh noch, das geht, wenn man mental natürlich auch den Fokus halten kann. Aber da kommen wir noch dazu. Reini, wie würde diese Riesenentwicklung in der Außenwirkung, die da passiert ist, und eben auch, was das Klettern an sich verändert? Siehst du das, wenn du die Vor- und Nachteile abwägen würdest? Ja, ich denke, dass es alles hat seine Zeit. Ja? Auch das Alter hat seine Zeit und der Erfolg hat seine Zeit und das wird sich auch ändern. Es gibt nichts Konstanteres als die Veränderung, wissen wir eh, also ein Philosophenspruch. Und ich glaube, dass das Alter auch eine gewisse Ruhe gibt, wo auf sowas gern verzichtest und dann nicht mehr notwendig hast und auch gar nicht mehr machen willst. Aber in deinem Zeitpunkt, in deinem Karrierepunkt ist es das Beste, was da passieren hat können, auch dieses Prestigeprojekt. Ich weiß nicht, ob bei einem anderen Projekt das keiner kennt hat, das vielleicht gleich schwer war, überhaupt so viele Zuschauer gewesen waren, aber das, der unmittelbare Vergleich mit anderen, dieses Scheitern von den anderen und dann, es war ja ein Lotto-Sechser eigentlich, hinten auch bedacht, vorher hat man es nicht gewusst. Gell? Ich meine, da hat es auch schon viel geändert, aber ich glaube auch, dass es jeden dann irgendwann einmal zusteht, leiser zu treten und wirst sehen, die Jahre, die du dann irgendwann einmal ergraust, so wie ich, bringen da ganz einen anderen Aspekt ein, die ja viel mehr Ruhe geben und wo man ganz was anderes genießt. Jetzt musst du den Erfolg genießen, ist eh klar. Aber wenn das jetzt filmisch festgehalten wird, hilft es, wenn es darum geht, die Ehrlichkeit zu fördern des Sports? Quasi kann weniger geschummelt werden wie früher oder eher mehr, weil man es eh nur dann, außer man ist live, entsprechend zubereiten kann und das, was an Geschichte nach außen erzählt wird, ja sehr designen kann? Ja, ich meine, so was live zu filmen, da sind immer Leute auch dabei, die dann filmen, dann hat man eigentlich immer schon Zeugen. Das ist natürlich mehr Dokumentation. Es hat in der Geschichte einige gegeben, die man über solche Begehungen mit Filmen dann aufgeplattelt hat, wo man gewusst hat, also die ersten Wiederholungen von Aktion Direkt, kann ich mich erinnern, von einem Wiener, die hat man aufgeplattelt, weil man gesagt hat, ja, wir möchten den sehen und den wollte man filmen. Und das hat aber nicht richtig funktioniert.
Ja, und da gibt's auch noch, in Bukes hat's damals in Ende der 90er Jahre so Geschichten gegeben, wo irgendjemand gemeint hat, der Projekt von Ben Moon endlich klettern können, ein Slowene, was sich auch als Scharlatanerei ausgestellt hat, weil man es versucht hat zu filmen. Also der Film bringt da schon mehr Wahrheit ein, und früher hat man dem einfach geglaubt, gell. Kann auch sein, dass da viel bei Nebel passiert ist, gell. Weiß ich nicht. Wie hat's in, also du hast jetzt die Möglichkeit, durch so ein Live-Projekt natürlich auch andere Leute oder auch speziell die absoluten Pros anzusprechen und einfach Reichweite zu generieren. Was hat das sonst noch verändert? Also in deinem Alltag, dadurch, dass man eben so wie viele Profis selbst auch sich drum kümmern muss, wie man da außen rüberkommt, wie eben welche Geschichten man erzählt. Ja, ich meine, ich muss sagen, jetzt, also an mir selber hoffe ich eigentlich, dass das nie irgendwas verändert hat. Ich habe eigentlich immer schon, ich glaube, ich habe das schon so gelernt und eigentlich immer auch schon so das Gefühl gehabt, dass am besten ist es, dass ich mir vor der Kamera so gebe, wie ich auch bin. Ich habe das selber auch immer geschätzt, wenn ich Leute, andere Sportler beobachtet habe und einfach das Gefühl gehabt habe, die sind authentisch. Also ich glaube, was das angeht, sollte man sich gar nicht so verstellen, außer man ist jetzt voll Assi oder so, das hoffe ich jetzt einmal nicht. aber ich glaube nicht, dass das extrem viel verändert hat, aber natürlich, je erfolgreicher und größer man als Athlet wird, desto mehr muss man schauen, dass man das Ganze unter einen Hut kriegt, und durch das ist es auch für mich immer noch wichtiger geworden, dass ich auch Unterstützung kriege, was das Ganze angeht. Also ich habe einen Manager, ich habe jemanden da, was mir bei der Presse unterstützt, ich habe jemanden da, was mir ein bisschen bei Social Media unterstützt. Also da ein Team eigentlich um sich herum aufbauen, das was einem einfach auch Aufgaben abnimmt, Arbeit abnimmt, damit man sich dann am Ende vom Tag doch auf das Wichtigste als Profi konzentrieren kann, und zwar das Training und dann auch zu performen, ist natürlich schon enorm wichtig. Ich glaube, einen einen oder anderen gibt es, der was gern viele von den Jobs macht und vielleicht da ein bisschen weniger Unterstützung braucht. Der andere braucht vielleicht ein bisschen mehr, und man muss da auch ein bisschen seinen Weg finden. Aber ich glaube, für mich war das schon sehr wichtig, dass ich da eine Unterstützung kriege, und ich bin extrem froh, dass ich da ein mega geiles Team um mich herum habe, was mir einfach sehr entlastet und mir das dann auch leicht macht, dass ich mich auf meine Sache konzentrieren kann. Wie behält man diesen Fokus und hebt beispielsweise nicht in Sphären ab, die einen irreleiten können? Es gibt ja viele Momente der Ablenkung. Erfolg ist einer davon. Wie kann man diesen Fokus halten? Ist es eine klare Zielformulierung, oder was ja, gibt dir den Fokus? Also da kann, finde ich, einige Sachen dazu. Ich finde, das, was für mich schon immer wichtig war, ist, mir immer wieder eigentlich auch vor Augen zu führen, dass, was ich eigentlich für ein Glück habe. Weil was ich am allerliebsten tue im Leben, ist Klettern. Und das mein Job zu bezeichnen, oder ja, das ist meine Arbeit gleichzeitig, das ist schon was ganz Besonderes. Und das wünsche ich natürlich jeder Person, dass man einfach das für sich findet, wo man einfach happy ist und das mit dem dann auch sein Geld verdient, oder? Das ist einfach mega. Und ich glaube, allein das, wenn ich mir das immer wieder vor Augen führe, macht es auch schon mal leichter, auch wenn man vielleicht einmal am einen Tag oder mal die Woche was tun muss, was man nicht so gern tut wie das andere, dann gehört das halt auch mal dazu. Aber im Endeffekt bin ich ein extrem glücklicher Mensch und ich darf das machen, was ich mal am liebsten tue. Und das ist einfach extrem viel wert. Und dann natürlich gehört einfach sehr viel Ehrgeiz auch dazu, oder? Ist eh klar. Also ich bin einfach ein extrem ehrgeiziger Mensch und habe da dann auch noch eine Sportart für mich gefunden, wo die Ziele nie ausgehen können. Das ist auch ein großer Vorteil, weil es wird einfach immer noch eine Route geben, was ich klettern will, weil es gibt einfach so viele unzählige schwere Routen auf der Welt, so viele Felsen, es gibt noch so viel zu entdecken, es gibt so viele verschiedene Disziplinen. Von dem her habe ich das Gefühl, am liebsten, weil ich hätte jetzt noch unendlich viel Zeit, genau in dem Alter, wo ich jetzt gerade bin, weil es gibt noch so viele schwere Sachen, was ich klettern will. Natürlich, irgendwann werden sich halt die Herausforderungen irgendwie ändern und es sind dann vielleicht mehr die Abenteuer als wie die ganzen schweren Routen. Aber ich glaube, eben das sind die Sachen, dass bei mir hat es einfach durch das nie an Motivation gescheitert, und so ist es dann irgendwie ganz leicht, auch den Fokus behalten. Und es ist dann am Ende vom Tag, ist Sportler zu sein schon auch nicht der allerschlimmste Hacken, würde ich sagen. Weil man hat schon doch auch noch viel Freizeit und
hat schon seine Zeit, um sich die ganzen Sachen zu kümmern. Und eben, ich glaube, man muss sich schon glücklich schätzen, auch, dass man das überhaupt so machen kann. Aber jetzt bist du 6-mal Weltmeister, 4-mal Vize-Weltmeister, du hast 3-mal den Lead-Weltcup gewonnen, 4-mal Kombinations-Weltcup, 10-mal österreichischer Meister. Ein Marcel Hirscher hat irgendwann gesagt, jetzt reicht's ihm. Auf dem Profiniveau den 7. Weltmeistertitel, den 5. Vize-Weltmeister einzuklettern, interessiert mich nicht mehr. Soll wer anderer machen. Da sagst du, na, gerade das ist nochmal spannend. Ja, mal irgendwann einmal werde ich den Buchzeug auch erreichen. Das wird nichts nutzen. Irgendwann einmal werde ich nicht mehr, weil es nicht mehr schaffen, ganz vorne mitzuhalten und vielleicht nicht mehr können. Es ist auch schwierig, glaube ich, das miteinander zu vergleichen. Erstens geht jeder ein bisschen anders damit um. Gleichzeitig ist es auch von Sportart zu Sportart unterschiedlich. Oder ich meine, Marcel Hirscher hat natürlich schon nochmal anders viel am Hut gehabt, wie ich das jetzt habe. Also natürlich, je größer die Sportart, je höher die Aufmerksamkeit, desto zacher ist es vielleicht auch, mit dem Ganzen umzugehen. Das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Dein Druck ist ja auch extrem. Du hast diesen im Vorstieg, du hast diesen einen Versuch. All eyes on Jakob Schubert, du hast 6 Minuten. Der Druck ist ja, der ist vorhanden. Ja, also der Druck auf jeden Fall. Ja, natürlich ist der vorhanden. Ich meine, das ist natürlich auch etwas, mit dem lernt man schon ein bisschen umzugehen. Das mache ich jetzt doch schon sehr viele Jahre. Aber was ist es wirklich? Wie schaffst du es? Was machst du? Mit dem Druck umzugehen. Ja. Ich glaube, es ist schon viel Erfahrung und einfach extrem viel Glaube an sich selber. Also Selbstbewusstsein ist halt im Wettkampfklettern, aber eigentlich beim Performen am Felsen etwas vom Allerwichtigsten überhaupt. Du musst da rausgehen und du musst einfach sowas von felsenfest vor dir selber überzeugt sein. Das ist etwas, was extrem wichtig ist, finde ich. Und was für mich schon einmal sehr wichtig war, ist, dass ich ein glücklicher Mensch bin. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie witzig, aber ich finde schon, dass das für mich mega wichtig war, dass ich jetzt da bei dem mega wichtigen Event bin, sagen wir mal, ich muss jetzt zu der Elite-Route bei Olympia rausgehen und zu wissen, wenn das jetzt voll in die Hosen geht, habe ich manchmal drüber nachgedacht, was verändert sich eigentlich? Eigentlich so viel verändert sich nicht. Ich bin eigentlich happy. Mir geht's super. Und wenn ich jetzt da außen abkacke, dann bin ich danach trotzdem noch happy, weil mir geht's einfach gut. Und das ist schon wichtig, glaube ich. Das wäre so Worst Case vorstellen und dann draufkommen, ist gar nicht ist so nicht worst. So das Worst Case. Ist jetzt gar nicht so schlimm. Es gibt anderes Elementares. Aber wie machst du das mit dem Selbstwert? Weil es gibt ja Tage, da fühlt man sich ja eher weniger cool und toll. Wie holst du dir den in einem Wettkampf? Weil du kannst den Wettkampftagen nicht aussuchen. Ja, genau. Also man eben, da hilft schon auch wieder, finde ich, so positive Erfahrungen, was man in der Vergangenheit gemacht hat, helfen da natürlich sehr viel. Also jetzt gerade zum Beispiel, ich habe jetzt doch schon sehr oft, gerade in die wichtigsten Momente, eben wenn wir jetzt hernehmen, 6-mal Weltmeister, das sind die ganz die wichtigsten Momente der Saison, performen können. Und wenn wir das schon ein, zweimal an dem allerwichtigsten Tag im Jahr performen können, denkt man sich schon immer, das letzte Mal hat es auch funktioniert. Und es war sicher auch schon mal bei irgendeinem wichtigen Event der Tag da, wo man aufgestanden ist und sich gedacht hat, das kann halt nichts, weil ich fühle mich nicht so gut. Und irgendwie hat es trotzdem funktioniert an dem Tag. Das gibt auch wieder Selbstvertrauen, wenn man sich wieder in so einer ähnlichen Situation befindet. Also solche positiven Erfahrungen, eben von denen kann man da schon sehr sich nähern als erfahrener oder älterer Athlet. Und das, was für mich schon einmal wichtig war, ist, eigentlich muss man auch ganz gut sein in der Selbstmanipulation. Also manchmal muss man sich auch selber ein bisschen manipulieren, dass man doch wieder voll von sich überzeugt ist. Man kommt jetzt irgendein Polder beim Aufwärmen nicht auf, über die anderen viel fitter sein. Eigentlich meine Haut war gerade schlecht oder da habe ich mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen was falsch gemacht. Einfach in sich selber wieder ein bisschen einen Weg finden, wo man eine Ausrede findet und eigentlich ist man schon der Zachste. Also zumindest bevor man zu wichtigsten Tour rausgeht. Das ist einfach mega wichtig, dass ich da rausgehe und man denkt, ich dominiere das jetzt. Das heißt, diese Ausreden soll man sogar, also die lässt du zu. Weil es heißt ja, man soll es nicht woanders hindelegieren, ich soll es nicht auf Routenbau, die Haut oder sonst was schieben, die lässt du aber bewusst zu. Ja, es kommt also auf den, natürlich im Training oder so nicht da, oder? Weil ich muss ja doch an meine Fehler erkennen und die Sachen erkennen, an die ich arbeiten muss. Da darf man nicht zu viele Ausreden sich einfallen lassen, sondern da muss ich mich nehmen und sagen, okay, ich arbeite jetzt an dem. Aber wenn es wirklich jetzt
darum geht, ich gehe jetzt zu der Route aus und es geht jetzt um eine Olympiamedaille, dann geht es nur um den Moment. Und in dem Moment ist das Allerwichtigste, dass ich von mir überzeugt bin. Und wenn ich mir da mit irgendeiner Ausrede weiterhelfen kann, dann tue ich das. Spannend. Reini, wenn man jetzt Blick von außen sagt, es war eingeschworene Truppe, man hat sie gekannt, man hat sie auf einen Wettkampf einlassen. Bis heute, wo es wirklich, da geht es, das Preisgeld soll angehoben werden, aber es geht um Sponsoren, es geht um olympisches Edelmetall. Da hat es damals, wie wir noch am Marktplatz den Weltcup gehabt haben, habe ich mal den Kieli gefragt, was macht es mit dem Charakter, was macht es mit dieser Community, wenn es einmal wirklich um viel Geld, wenn es einmal wirklich um Prestige, wenn es einmal um olympisches Metall geht, sind dann nicht mehr alle so cool und trainieren gemeinsam, lassen einen an sämtlichen Entwicklungen teilhaben. Würdest du sagen, diese Kletter-Community hat sich ob der höheren Ziele, der größeren Gelder, die man jetzt erreichen kann, der größeren Aufmerksamkeit, die da von außen herkommt, hat sich diese Community gewandelt? Oder sind das immer noch die lässigen Haberer, mit denen man unterwegs ist? Ich glaube, das ist allem schon gleich gewesen. Ich glaube, der Jockel wird im Weltcup-Zirkus seine Freunde haben, die immer seine Freunde sein, egal ob sie jetzt mit ihm oder gegen ihn klettern. Und dann gibt es vielleicht Leute, die an weniger sympathisch waren, egal wie die Kohle ist, die werden dann immer unsympathisch bleiben. Das hat es früher auch schon gegeben. Ich weiß, dass zum Beispiel Leute wie der Tribu und der Elonche damals bei Wettbewerben, wo zum Beispiel nur der Hörhager über eine Stelle drüber gekommen ist, sich beim Verband beschwert haben und beim Organisator, dass der Wettkampf ungültig ist, weil da kommen sie nicht drüber, da so können sie nicht gewinnen. Die haben alle was gegen Gerhard gehabt damals, gell? Es hat sich mit den Jahren, da hat sich das ein bisschen geändert, wo sie gemerkt haben, hey, der ist echt gut, gell? Aber da ist ein No-Name-Kletterer gekommen, der ihnen die Leviten gelesen hat. Das hat ihnen natürlich nicht taugt. Und die Rivalität wird es immer geben. Die Rivalität ändert sich jetzt schon mit Olympia ein bisschen was. Und wir merken das auch ein bisschen im Leistungszentrum, dass die Verbände selber die Arbeit, die sie machen, nicht mehr freiwillig jetzt jeden zugänglich machen wollen. Gell? Also da ist schon auch etwas, wo sich ein bisschen ändert, dass die Arbeit, die man macht, wo man Geld einsteckt, nicht mehr unbedingt so geteilt wird, weil dann konsumieren alle anderen und die geben nichts. Wenn zum Beispiel unser Nationalteam nach Frankreich fährt, ins Leistungszentrum, ist nicht sicher, dass die wohl reinkommen. Zum Teil ist das auch gesperrt und alle anderen Nationen machen jetzt Leistungszentren, wo nur sie reinkommen und alle anderen nicht. Wer will den Wettbewerbsvorteil der eigenen finanziellen Aufwendungen, die man macht, auch nutzen? Und das ändert sich bei uns schon auch ein bisschen jetzt. Also wir spüren das drüben im Kletterzentrum ganz intensiv, dass das manchmal echt ungut ist, wenn gerade was frisch gebaut wird für die heimischen Athleten. Und am nächsten Tag über die neuen Medien kriegen das alle mit, sind schon die Deutschen, die Franzosen, die Slowenen hauptsächlich und alle da und racken das nieder, bevor unsere gar nicht überhaupt die Hand zu wieder tut. Gell? Das sind schon Sachen, die haben sich geändert jetzt, gell? Die haben sich auch mit dem olympischen Gedanken, ändert sich da schon ein bisschen was. Aber es läuft eben zumindest eher so über den Verband, weil ich würde sagen, so unter die Athleten ist es trotzdem immer noch als, keine Ahnung, also ich trainiere die ganze Zeit mit vielen internationalen Kollegen, nicht nur mit dem österreichischen Team, und wenn ich die Wahl habe, dann lade ich gern alle ein, mit mir die Boulder zu probieren und muss dann halt eher fragen, ja okay, na, das ist jetzt gesperrt, heute ist nur Teamtraining und so weiter. Aber ich glaube, so immer noch, die Community ist schon immer noch mega, und ich glaube auch nicht, dass sich das jemals verändern wird, kommt mir vor. Oder zumindest eben, wenn ich mir denke, wie wir halt groß geworden sind im Klettern, oder? Im Kletterteam beim Reini. Und wie es einfach ganz normal ist, wie wir davor geredet haben, wie geht man jetzt zum Beispiel bouldern? Man geht mit seinen 3, 4 Kollegen bouldern und probiert gemeinsam das Problem lösen. Weil man weiß auch, erstens macht es viel mehr Spaß, es motiviert. Und zweitens, wenn ich das allein probiere, werde ich viel länger brauchen, weil ich nicht so schnell die ganzen Lösungen rausfinde, wie wenn ich meine 3 Buddies dabei habe, die was genauso fit sein wie ich. Und so wachsen wir alle auf als Kletterer. Und das ist dann auch schwer, aus seinem Blut rauszukriegen, wenn man dann vor der wichtigsten Route steht. Weil
man kennt es nicht anders. Man geht mit seinen Kollegen das durch, man überlegt sich, wie man das am besten zu lösen hat. Und der, was der Fitteste ist, der, was am besten in der Route klettert, der soll auch gewinnen. Und das respektiert eigentlich jeder. Wobei ich schon sagen muss, ich meine, da bist du ein spezieller Typ und du kommst aus der Gruppe raus. Wir haben das ja alle so gelebt, oder? Wir sind alle Kletterer, international. Alle Felsen gehören uns. Aber es gibt jetzt im internationalen Verband, gerade wegen dem Olympia, immer mehr Einzelathleten, nicht mehr so die Mannschaftsathleten, sondern immer mehr Einzelathleten auch, die nur ihr eigenes Team rundum haben, die gar nicht so kontaktfreudig sind wie du, die das auch nicht so brauchen wie du, gell? Die eher mit Ellbogentechnik fahren, wie mit der Technik, gell? Ja, es gibt sicher, es wird immer den einen oder anderen Athleten geben, der was anders ist, der was auch anders aufgewachsen ist. Es gibt ja doch auch ein paar Kletterer mittlerweile, die was vielleicht in ihrem Kammerle groß geworden sind und immer schon eher allein trainieren und sich dann eher sogar schwerer tun, wenn sie ja vormal voll in dem Austausch sind, oder? Aber ich glaube schon, dass es immer noch sehr viele gibt, die was so groß geworden sein wie ich und das auch gern so teilen. Und gerade auch die, was auch viel auf dem Felsen ausgehen, da ist es sowieso auch so normal. Oder am Felsen, da ist es normal normaler, dass man nicht gegeneinander klettert, sondern man klettert gegen die Route. Man will einfach die Route ticken sozusagen. Und da ist man gemeinsam einfach stärker. Und erstens macht es mehr Spaß, aber sogar wenn man theoretisch keinen Bock auf die andere Person hat, schließt man sich mit dem zusammen, weil es macht das Ganze einfach viel einfacher. Da hätte ich nämlich jetzt eine Frage gehabt, wen herrscht nicht so gern beim Training mit dabei, wenn es dann ja wirklich um den Weltmeistertitel geht? Boah, also ich bin da eben echt schon einer, der was da ziemlich locker umgeht mit dem Ganzen und ich liebe es eigentlich einfach immer, wenn ich irgendwelche starken Kletterpartner habe. Ich war immer schon so, für mich war das immer sehr befruchtend einfach, wenn ich irgendeinen anderen starken Athlet habe. Und ich bin eher der, der was gar nicht kann, wenn er mal allein muss. Also die Trainings, wo irgendwie zufällig alle meine Kollegen gerade am Weg sind und ich muss heute mal allein trainieren, das sind die, die ich am meisten hasse eigentlich. Weil ich brauche die Leute um mich herum und teilweise verändere ich sogar meine Trainingsinhalte, dass ich dafür mit den anderen mittrainieren kann, weil das für mich einfach extrem wichtig ist. Das motiviert mich brutal und ich bin auch nicht jemand, der was dem Vergleich aus dem Weg geht. Ich mag das auch mit zu vergleichen, sorgen, dass ich besser bin, dass ich mal wieder bei dem Selbstbewusstsein. So die letzten Einheiten vor dem wichtigen Wettkampf, die sind eh schon wieder Wettkampf, weil man will sich selber beweisen, dass man gerade in der Form seines Lebens ist und holt in dem Training alles aus und hat ja auch schon so ein bisschen untereinander immer schon ein bisschen einen Wettkampf. Ja, das ist für dich ziemlich leicht, weil du kannst, so wie du sagst, kannst allen sagen, dass du der Bessere bist. Ja, und alle anderen geben nachher dreiviertel Stunde auf und sagen so von einem, das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich gerade zwei Mal mehr. Also mit Jacke muss ich nicht mehr trainieren. Mittlerweile gibt es eben sind schon viele fitte Kletterer bei uns in Innsbruck. Und ich habe leider echt auch meine Schwächen. Also es gibt schon ein Boulder, wo ich immer wieder einmal eine kriege. Und dann weiß ich wieder, okay, und da lerne ich halt auch, oder? Ich meine, wir haben jetzt, gerade wenn wir über das Bouldern reden, oder? Die Disziplin hat sich halt so verändert, da sind schon Sachen, wo ich sicher nicht der Beste bin. Vor allem auch in unserem Team, da gibt es einen Janni, der was der Meister im Springen ist zum Beispiel, in koordinative Sachen. Dann gibt es jemanden, der was vielleicht am allerbesten in die Platten ist. Und so komplementiert man sich und lernt auch voneinander. Also jetzt gerade zum Beispiel, wenn es um dynamische Boulder geht, habe ich vom Janni jetzt zum Beispiel schon viel gelernt. Mhm. Und das macht auch jetzt zum Beispiel die Japaner, oder? Weil das Team, was vielleicht am allerstärksten gerade ist, auch so stark, oder? Die haben halt nicht einen Top-Athleten, sondern halt Zähne und jeder hat irgendwie seine Stärken und teilweise trainieren sie dann auch miteinander und man kann halt voneinander extrem viel lernen. Mhm. Das ist schon mega wichtig im Klettern einfach. Der Jockel sagt, das ist, weil so viele sind, gibt es dann verschiedene. Du hast zuerst gemeint, nein, das hat sich schon auch ein bisschen, weil du siehst eher auch von Verbandsseite, hat sich im Mindset ein bisschen geändert, doch auch den Vorteil ein bisschen rauszuarbeiten. Als Verband, dass ich nicht mehr alles zusammenhaue. Das, was die Athleten quasi noch leben, dass man als Verband dann schon sagt, also, sind wir ein bisschen vorsichtiger. Ja, das glaube ich schon. Das kommt sicher eher mehr von den Verbänden aus, weil die ja das Geld ausgeben. Die Kletterer selber, also gerade bei den Burschen oder bei den Mandaleiten sehe ich das schon eher so, dass die viel lieber miteinander machen. Die Mädels sind ein bisschen anders. Da habe ich immer das Gefühl und immer schon gehabt, dass die viel eher gerne allein arbeiten und das gar nicht so wollen mit anderen Konkurrentinnen da zusammen zu trainieren.
Und ja, ich meine, also da die Verbandssicht, die verstehe ich da auch immer voll. Also ich meine, wie der Reini sagt, wenn man sich das zum Beispiel vorstellt, es gibt jetzt einen Katalog, wo genau die Griffe aufgelistet sind, die was bei Olympia verfügt, also was sie bei Olympia, mit denen sie schrauben werden, oder? Dann wird unser Verband versucht, alle von den Griffen zu bestellen, dass wir die Griffe zur Verfügung haben, dass wir auf die richtigen Olympiagriffe schon trainieren, schraubt dann mit denen extra für uns Boulder, also holt Routensetzer, bezahlt die, dass die für uns Wettkampfboulder schrauben und im KI, so überlaufen wie das mittlerweile schon manchmal ist, jedes Team kommt auch ins KI zum Trainieren, weil es einfach so eine mega Kletteranlage ist. Wenn der Verband die Boulder schraubt und einfach öffentlich für jeden zugänglich lässt, dann kann er die nach 3 Tagen kann er den Griff ausschrauben und wegschmeißen, weil die sind hin. Praktisch. Von dem her verstehe ich dann auch manchmal, dass der Verband sagt, nein, ich muss jetzt die paar Boulder ein bisschen sperren, weil ich will die Griffe nochmal verwenden oder ich habe da jetzt auch extra Geld ausgegeben, dass unsere Athleten da auf die trainieren können. Der eine Athlet ist vielleicht nur eine Woche unterwegs und bis der zurückkommt, braucht er den Boulder gar nicht mehr probieren, weil er schon so voll ist mit Gummi und Chalk und was weiß ich was. Also eben, da muss man natürlich schon schauen, von Verbandsseite ist eh klar. Ein großes Thema, wenn man jetzt quasi bei der größten Entwicklungsstufe ein Sport wird olympisch angekommen sind seit Tokio, war ja, wie sich dort der Sport repräsentiert. Dort hat man eine Medaillenentscheidung zugetragen bekommen. Dann hat das IFSC, der internationale Verband, gesagt, ja, dann zeigen wir alle 3 her und kombinieren eben auch 3 Disziplinen, die in sich jetzt nicht untereinander besondere Verbindung haben, sonst im Klettersport wie Speed mit Vorstieg. Jetzt hat man in Paris schon geschafft, 2 Medaillenentscheidungen zu haben, quasi das Speed abzukoppeln und die Kombination aus Boulder und Vorstieg zu machen. Ist das die letzte Entwicklungsstufe oder seid ihr da, um zu sagen, wir müssen den Sport so weit bringen und so lang mit dem internationalen Verband da reden und auch entsprechend unterstützen, bis Klettern 3 Disziplinen hat? Oder was ist aus eurer Sicht die Lösung, das Maximale rauszuholen? Sportpolitisch haben Sie das eigentlich schon richtig gemacht. Ich habe zuerst gemeint, wir machen noch zum Hampelmann vom IOC, indem wir da was mitspielen, was eigentlich überhaupt nicht mehr unseres ist. Was hat der Kletterer, Bouldern oder Lead, so wie wir sein, mit dem Speed zu tun? Das war für uns unverständlich. Aber das war der einzige Weg, um dorthin zu kommen. Jetzt hat man 3 Sportarten das präsentiert. Nächstes Mal kann man schon 2 präsentieren, nämlich die Kombi und Speed. Und das geht alles in die Richtung, dass in Los Angeles 2028 dann wirklich die 3 einzelnen Disziplinen sein. Und wenn das medial umgekommt und in Tokio war Klettern, glaube ich, eins von den meistgesehenen Sportarten auch. Und ich kann mich erinnern, wo der Bach, der IOC-Präsident, herunten ist und gesehen hat, das, was der Jockel da aufhört, das braucht man, das ist es, genau das will man sehen. Die waren alle hin und weg von der Kletterleistung. Auch, man, bei dir war das nur so dramatisch jetzt irgendwo, wie was da noch rausgekommen. Das war ja wie ein Drehbuch eigentlich, gell? Und wenn das in Paris nochmal ähnlich gut geht, dann sehe ich gute Chancen, dass das in Los Angeles dann alle 3 sein. Und ich stimme dir zu. Also ja, ich glaube, wir sehen das beide so, dass es muss in die Richtung führen. Also solange wir nicht unsere 3 Medaillenentscheidungen haben, darf sich kein Kletterer damit zufrieden geben, finde ich. Ja. Und ich glaube, jeder, der was ein bisschen mehr vom Klettern versteht oder auch schon Wettkämpfe gemacht hat, stimmt dazu, weil eben Tokio, wir haben jetzt schon mal einen wichtigen Schritt gemacht und haben die Schwierigkeitsklettern vom Speedklettern getrennt, weil es sind wirklich praktisch 2 unterschiedliche Sportarten, kannst du eigentlich sagen. Also das war einfach schon mal der allerwichtigste Schritt. Und auch wenn ich extrem gern Boulder und extrem gern Vorstieg kletter, die 2 Disziplinen werden für mich immer eine Verbindung haben und keiner irgendwie zusammen, weil sie Schwierigkeitsklettern sind. Trotzdem müssen sie unbedingt in 2 unterschiedliche Entscheidungen fallen, weil wir einfach das große Problem haben in unserer Sportart, dass wir die nicht wirklich fair zusammenzählen können. Also es, Kombination wird nie wirklich Sinn machen bei uns. Das ist nicht wie im Triathlon, wo ich die Zeiten da zusammenzählen kann. Es ist nicht wie in der Leichtathletik im Zehnkampf, wo ich klar sagen kann, okay, die Zeit und die Weite von einem Wurf geben mir genau die Punkteanzahl. Und egal wo ich bin und wer dabei ist, ich werde immer einen Vergleichswert haben. Bei uns hängt es einfach so viel von Routenbau und alles ab. Und in Tokio hat es eine Multiplikation gegeben. Jetzt gibt es schon auch wieder Punkte. Aber das Ganze hängt nur am Routenbau. Und wenn es zum Beispiel
der Routenbau in Lied komplett in die Hosen geht und im Bouldern nicht oder vice versa. Das kann sein, dass an dem Tag dann eigentlich nur die Boulderrunde wichtig ist, nur die Vorstiegsrunde. Und es wird nie garantiert sein, dass beide Runden genau gleich viel wert sein. Und das ist das große Problem. Und deswegen wird die Kombination meiner Meinung nach nie die richtige Lösung sein. Und wir brauchen unsere drei Entscheidungen. Das war das Gleiche, wenn du bei Olympia Slalom, Abfahrt und Turnlauf ins Gleiche rein tust. Du tust beim Turn genau mit schief an. Es ist auch auf Schnee, aber es hat mit Skifahren in dem Sinn nichts zu tun. Und beim Speed ist es das Gleiche. Und du kannst Abfahrt und Slalom auch nicht in den Topf hauen. Das ist auch ganz, ganz schwer. Zum Beispiel das mal als Kombination, ja, die ist aber so auch nicht mehr. Nein, es geht ja alles in die andere Richtung. Und da hat es noch eher Sinn gemacht, weil zumindest Zeiten hast. Eben bei uns, du hast nicht wirklich etwas, was du zusammenzählen kannst. Du kannst nicht sagen, okay, ich mache 15 Züge, ich mache jetzt 30 Züge in der Leadroute von 40. Wie vergleiche ich das jetzt mit einer Boulder-Performance? Das ist so schwierig. Dann ist wieder eine Boulder-Runde, wo vielleicht so schwer geschraubt ist, dass es überhaupt keinen Top gibt. Also es ist einfach sehr schwierig. Aber weil der Reini davor gesagt hat, früher hat man den Wettkampf noch viel weniger nachvollziehen können, weil der hat 4 Minuten an einem Griff verbringen und das war eigentlich langweilig. Und auch im Fernsehen wird dir jetzt Klettern anders erzählt. Die kann plötzlich schauen, was brauchst du noch für Züge, um aufs Podest zu kommen. Also die Nachvollziehbarkeit auch für Laien ist also besser geworden. Ja. Aber es ist noch so schwer, die Kombination zu verstehen. Also das. Ja, entschuldige, weil ich wollte eben gerade sagen, dass ich finde, das Einzige, warum ich ein bisschen Angst habe, dass wir vielleicht gar nicht in unsere drei Disziplinen kriegen werden, ist, weil ich finde, dass die Kombi teilweise so spannend zum Zuschauen ist. Und dass sie sagen, boah, okay, das ist so geil, das wollen wir wieder in Los Angeles. Weil ich hoffe. Weil bis zum Schluss nicht weißt, wer gewinnt. Das ist ein bisschen wie Biathlon, ja, oder? Punkte und so, es ist schon voll spannend. Also es ist, kann zum Zuschauen schon voll cool sein, finde ich. Und wenn es jetzt auch vom Routenbau mega aufgeht, kann es echt lässig sein. Ich finde es auch geil, dass es im Moment alle Kletterer oder jetzt im Schwierigkeitsklettern sowohl Bouldern als auch Lead machen, weil jeder will zu Olympia. Das ist auch geil, weil irgendwie gehört das auch, find ich's gut, wenn jeder paar Disziplinen probiert, weil das gehört zum Klettern dazu. Aber eben, trotzdem ist der große Wunsch, dass wir unsere drei Entscheidungen kriegen, einfach wegen dem Zusammenzählen. Ich glaube, Jockel, du bist nur deswegen so heiß drauf, weil es Situationen erzeugt, in denen selbst du dich nicht auskennst. Wie das in Tokio war. Tokio war nochmal ein ganz anderes Chaos, weil die Multiplikation, das ist jetzt schon viel einfacher mit den Punkten. Aber das war schon, es ist jetzt im Nachhinein ein Magic Moment. Der hätte aber auch anders ausgegangen. Ja. Wie der Reini unten steht, da gibt es ein Foto sogar von diesem Moment. Du hast nicht gewusst, was ist es. Das Multiplizieren war ja, da hast du die ganze Tabelle durchwürfeln können mit nur einer Platzierung Unterschied. Und der Reini war einer der ersten oder einzigen, der gecheckt hat, das ist es jetzt. Nein, der Kili hat es mir aufgedeutet. Kilian Fischer. Aber das sind schon Momente, wo selbst der Profi nicht weiß, was los ist. Also das. Ja, also ich meine, zu meiner Verteidigung, ich habe es nicht wissen können. Also ja, ich habe hab nicht die Ergebnisse gesehen. Also ich muss ja wissen, wie haben die anderen abgeschnitten, was für Platzierungen haben die anderen. Und erst dann kann die theoretisch mal Rechnung machen. Und trotzdem hätte ich es da. So gut der Rechner bin ich dann auch nicht, weil da bräuchte ich schon 5 Minuten, dass ich mir das ausrechne, wenn ich kein Ergebnis da für sich. das war in Tokio nochmal anders kompliziert. War natürlich bei 3 Disziplinen nochmal schwieriger. Da war wieder das Punktesystem, was wir jetzt haben, hat nicht funktioniert. Aber das ist jetzt mit den Punkten auf jeden Fall einfacher und eben zum Zuschauen eigentlich schon ganz cool, weil du im Vorstieg halt dann siehst, die Punkte gehen immer nach oben, es wird schon im Fernsehen eingeblendet. Das ist der Griff, den was er erreichen muss, um die Führung zu übernehmen. Das machen sie mittlerweile schon gut und ist dann als Zuschauer schon einfach zum Verstehen eigentlich. Wo? Also du hast gesagt, wir kämpfen, wir müssen so lange dranbleiben, bis es diese 3 Disziplinen gibt. Wer 2028, um es zu erleben, für Dino eine Möglichkeit als Aktiver? Ich schließe es auf jeden Fall nicht aus. Ja. Also ich bin immer noch am Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich bin so fit wie eigentlich noch nie. Keine Ahnung, es funktioniert irgendwie. Und solange sich das nicht ändert und solange ich immer noch genauso viel Spaß habe wie jetzt, weil ich habe eigentlich genauso viel Spaß wie am ersten Tag beim Klettern, dann wüsste ich auch nicht, warum ich aufhören sollte. Aber ich glaube, es hängt da ein bisschen daran, eben an der Entscheidung, die was wir gerade besprochen haben. Also wenn jetzt wir nicht unsere 3 Entscheidungen kriegen, sondern es weiter in die Kombination ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich 2028 nochmal versuche, dabei zu sein, einfach weil sich das Bouldern
so unglaublich brutal weiterentwickelt jedes Jahr und man da einfach als älterer Athlet nicht mehr wirklich mithalten kann, habe ich das Gefühl. Aber wenn es jetzt nur rein um einen Vorstieg geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich auch 2028 noch konkurrieren kann und würde es nicht ausschließen. Reini, wenn wir jetzt den großen Bogen nochmal spannen und den großen Blick von außen zulassen, welche Stellschrauben gehören deiner Meinung nach jetzt nur gedreht von Verbandseite, von den Playern, die in dieser Kletterszene mit dabei sind, wo auch der Alpenverein dazugehört, damit dieses Klettern aus deiner Sicht eine gute Entwicklung nimmt? Ich glaube, dass das Klettern an und für sich eine automatische Entwicklung nimmt, die mir eh gar nicht aufzuhalten. Ich glaube, da braucht man nicht viel tun. Es werden Boulderhallen gebaut werden. Das kommt irgendwie alles. Das Einzige, wo man Sorgen macht, ist der Nachwuchssport. Wie bringt man den Nachwuchssport so weit, dass der auch wieder Motivation haben, Leistung zeigen zu wollen und sich zu vergleichen? Und das ist ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, das unbedingt die alpinen Vereine oder die Verbände gar nicht da ändern. Gell? Oder das ist schwer zum Ändern. Aber ich merke es in die Kletterkurse oder im Nachwuchstraining, wo Eltern dabei sind, aber am Sonntag habe ich keine Zeit auf die Bühne, weil ich muss ja auch und Sonntag und das Wochenende fange ich jetzt. Neulich bin ich einmal zu jemandem gegangen, der hat mir gesagt, ja, was Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, was Wochenende? Bei mir war es Wochenende, Samstag, Sonntag, ich weiß nicht. Das ändert sich alles, gell? Und dieses Commitment den Kindern gegenüber, dass man da alles gibt und eher müssen ja alle Kinder alles ein bisschen können, aber nichts genau. Und das ist auch im Spitzensport ist das einfach schwierig. Ja? Und wir merken schon auch, dass das ist vielleicht eine Aufgabe für einen Alpenverein, vielleicht auch das Sportklettern als Sportstruktur im Verein zu verankern. Das ist ja eigentlich in den Statuten nicht drinnen. Es ist ja Sportklettern rein, man hat ein Commitment, das zu fördern. Aber es gibt zum Beispiel nirgendwo eine Regelung, dass so wie in anderen Sportvereinen, dass man einen Vereinsmeister haben muss, dass man Wettbewerbe durchführen muss, das steht nirgendwo geschrieben, das ist in keinen Statuten drinnen. Und das ist eigentlich nur die Schwäche vom Kletterverband, dass der Kletterverband ja eigentlich gar keine eigenen Vereine hat, sondern die Vereine, die alpinen Vereine, sind bei ihm Mitglied. Und da sind nur wenige Mitglied. Also ich merke, dass in Tirol zum Beispiel sind von, keine Ahnung, 200 alpinen Vereinen, die es da gibt, sind vielleicht 15 beim Tiroler Kletterverband dabei, weil das irgendwo nirgendwo verankert ist. Und dann gibt es 3 Vereine in Tirol, die Wettbewerbe austragen. Alle anderen machen das nicht. Ja, wie soll da ein Nachwuchs rauskommen? Und ganz oft wird da, also in den Diskussionen erlebe ich das immer wieder, wird dieses Skikursmentalität mit Skiclub-Training verwechselt. Da heißt es immer, ja, aber wir haben ja 200 Kinder bei uns im Verein. Ja, aber die machen Skikurse, aber kein Skitraining. Und ich glaube, dass man da irgendwo schon irgendwas machen muss. Ich meine, ich bin da eben in Schweiger-Markus immer wieder am Druck, auch mit den Kletterhallen zu verhandeln und dass der Alpenverein da ein bisschen mehr sich einbringt. Aber es ist schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig. Das heißt, so jemanden wie dem Jockel, dem nur die Karotte hinhängst, das kannst du erreichen. Und der hat dann, verspürt eine intrinsische Höchstmotivation, das Ding zu rocken und zerreißen zu wollen und alles unterzuordnen und dieses Ziel irgendwie zu erreichen. Da merkst du, das funktioniert bei, also mental in einer nachfolgenden Generation gar nicht mehr so leicht, weil sie lieber Wellbeing nicht vergleichen oder wie siehst du das? Ja, das heißt, am Wochenende ist halt das Klettern außen ein bisschen angesagt, aber nie irgendwo so unter Zugzwang. Also man mag sich irgendwo nicht mehr an das Limit hinzuarbeiten. Es ist falsch, aber dann zum Teil auch an den Trainern, die das noch vorleben, gell? Die Idole sein, die man anhimmelt. Die gibt's ja auch immer weniger. Das ist mittlerweile einfach ein Job. Ich weiß, Franka hat ganz lange das Problem gehabt, dass die Trainer allerlei Geld verdienen wollten. Die sind mittlerweile wieder total am Kommen. Die haben ein irres Loch durchleben müssen. Vielleicht ist das bei uns jetzt auch mal so. Aber ich glaube, dass bei uns ganz wichtig ist, dass diese Vereine auch Sportvereine werden. Und das war es aber nicht selber. Ich weiß da noch keine Lösung. Aber auf das muss man hinkommen. Gell? Dass es mehr Bewerbe gibt, mehr niederschwellige Bewerbe, wo jeder auch gern hingeht. Weil heute auf einen Bewerb hinzugehen, wo du so
sind Hintertupfing-Verein, die gleich mit dem Europacup-Sieger messen musst, mit den 13-Jährigen, das ist auch schwierig, gell? Sondern es braucht verschiedene Bewerbsmodi einfach. Gell? Ja, klar, eine Frage noch, die habe ich von dir noch nie beantwortet gehört. Würdest du als Trainer zur Verfügung stehen? Irgendwann würde dich so etwas reizen, das der nächsten Generation weiterzugeben? Irgendwann ist ein gutes Wort. Also im Moment würde ich nicht als Trainer zur Verfügung stehen. Also muss ich mich selber eben auf mich selber noch konzentrieren, ein bisschen mein eigener Trainer auch noch teilweise. Aber ja, ist schon etwas, was ich mir vielleicht irgendwann mal vorstellen kann. Mal schauen. Also ich bin nicht so der Typ, der was so voll weit oder was weit vorausdenkt. Irgendwie nimm es eher so, wie es kommt, aber ich bin jetzt auch schon so ein Spielertrainer teilweise manchmal. Also ich meine, ich bin schon gerne einer, der was auch ein bisschen seine Meinung sagt zu irgendwas oder sein Senf zu irgendwas dazu gibt. Bin doch auch irgendwie der erfahrene Athlet natürlich bei uns im Team. Von dem her ist das schon etwas, was mir immer schon getaugt hat. Und ist schon etwas, was ich mir mal vorstellen kann. Aber ich weiß es auch nicht, wie es erstmal dann taugt, aber war sicher eine coole Herausforderung irgendwann. Und für alle, die jetzt quasi the next generation sind, heutzutage Weltspitze zu werden und dort zu bleiben, ist es wesentlich schwerer wie noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren, wo du auch schon voll mit dabei warst, 2012 erster Weltmeistertitel. Ist es jetzt, wird es immer schwerer? Also ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, Weltspitze, weiß ich gar nicht, ob sich das so brutal verändert hat. Also es hat sich vor allem die Dichte halt so extrem verändert, oder? Also jetzt, ich glaube, früher, wo ich angefangen habe und sagen wir, ich hätte jetzt einmal einen schlechten Wettkampf, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch 15. oder so geworden. Sagen wir, beim Bouldern vielleicht, ja, damals auch schon 30. oder so. Wenn ich jetzt eine richtig schlechte Runde im Bouldern habe, dann wäre ich 100. und im Vorstieg wäre ich halt, ja, 26. oder 25. oder so. Oder ja, ist mir jetzt auch schon länger nicht mehr passiert, aber auf jeden Fall ist die Dichte ist halt gerade so im hinter der Spitze viel größer geworden. Also gerade so jetzt den Sprung da vorzuschaffen, ist schon sehr schwierig. Aber ich glaube, dass die Weltspitze auch vor 10, 20 Jahren schon sehr stark war und es auch damals schon schwer war, die Weltspitze zu erreichen. Aber natürlich, es probieren immer mehr, es gibt immer mehr Kletterer und durch das ist natürlich auch immer eine größere Herausforderung. Aber ich glaube, ja, das, was ich eben von mir aus sagen würde, so wie wir gerade darüber geredet haben, das Wichtigste ist, glaube ich, schon nicht unbedingt das Talent, sondern eben der Wille, die Karotte, wo du gerade angesprochen hast, dass du es echt von dir aus einfach willst, an dich glaubst und alles dafür gibst, das Ziel zu erreichen, der beste Kletterer zu werden. Ich habe das Gefühl, ihr habt jetzt eine Stunde alles gegeben, um mir das zu erklären. Für das möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Gerne. Danke. Wir könnten jetzt noch lange weiterreden, aber ich glaube, ich lade euch einfach wieder mal ein ins Alpenvereins-Basecamp. Vielen herzlichen Dank mit für Schnitzel und Pommes dann das nächste Mal. Ja, genau. Das genau, hat man schon vor 2 Stunden bestellt, aber. Ja, die Kuchen macht halt auch nicht weiter. Die geben nicht Gas. Ich muss es selber zubereiten. Na, danke euch. Bitte, gerne. Gerne. Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.